Jo, und damit willkommen hier zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Das Pokémon-Sammelkartenspiel Online. Oder hat, ich sage den englischen Titel, Pokémon Trading Card Game Online. Ja, es wird halt ein etwas, ja, unregelmäßiges Projekt auf meinem Kanal. Hin und wieder mal, aber eher so nach Lust und Laune. Und ja, der Grund für dieses Video ist jetzt einfach der gute Surprise King, den ich an dieser Stelle auch einerseits grüße und andererseits verlinken werde. Der hat mir ein paar Codes zur Verfügung gestellt und ja, jetzt müsste ich nur mal wissen, wo man diese Codes einlösen kann. Aber das finden wir jetzt hier zusammen raus. Ist ja auch kein Ding. Siehst, da ist er schon. So. Ein QR-Lesegerät habe ich leider nicht. Ich gebe die kurz manuell rein, aber ich schneide es raus und ja. Alles klar, dann. So, Codes sind eingegeben und eingelöst und jetzt hier ist dein Bonus, weil du einen Code eingelöst hast. Okay. Glückwunsch, die unten aufgeführte Artikel wurde von dir eingelöst. In deiner Sammlung kannst du alle neuen Produkte öffnen. So. Oh. Ne, Sammlung, nicht. Da Sammlung. Na, wollen wir mal sehen, was wir Schönes bekommen haben. Genau. Drei Booster Packs. So, hier sind viermal. Okay. Genau, hier sind vier Booster Packs, die ich von dem Surprise King gekriegt habe. Dafür auch nochmal vielen Dank. Und hier scheinbar noch zwei. Ja, bei was da gerade stand, weil irgendwie weil ich den Code eingelöst habe. Keine Ahnung. Packen wir doch schon mal das erste hiervon aus. Und was bekommen wir? Hoffentlich etwas Gutes. Hm. Eine Elektroenergie, ein Felino, ja, gut. Janma. Schon drei, aber gut, wenn man ja mega ein Fabinho mit einem Knetbild wuffelt. Wuffelt ist immer süß, aber es ist nicht besonders stark. Ich hoffe, ich bekomme noch einen Wolverock. Voltoball, ja, nicht schlecht. Macarbo, Macargo, Mann, jetzt habe ich es aber. Richtig gute Attacke. Lege zwei Energien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel, okay. Ja, gut. Fritiamo, okay, hätte ich nicht mit 100 KP gerechnet. Fähigkeit Unkenntnis verhindert alle Effekte von Attacken der Pokémon deines Gegners, die diesem Pokémon zugefügt werden. Schaden ist kein Effekt. Ja, und wenn du sei da während dieses Zug aus deiner Hand gespielt hast, füge dieser 80 Schaden hinzu. Sei da, ich habe jetzt Pokémon Schild gespielt. Ich gehe davon aus, dass es sei da, die hier hinten. Die Kampfarena-Leiterin. Ich hatte ja Nemo. Den Geist-Arena-Leiter. Eine schöne Horn-Liu-Karte, schön glitzern. Aber macht keinen Schaden. Und. Oh! Oh. Mega! Gut. Galaflampivian V. Also, ich sage jetzt mega gut. Ich habe nicht viele gute Karten. Ich sag so. Für mich ist das eine sehr gute Karte. Wenn ihr mich da bestätigen könnt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn dein Pokémon V kampfunfähig ist, nimmt dein Gegner zwei Preiskarten. Oh, V-Regel. Hm. Ja gut, aber bei so einem hohen Dings, ich glaube, wenn du legendäre bist, ist dann wie ein legendäres, nimmst du dadurch auch zwei Karten. Frostschneider ist echt gut. Echt nicht schlecht. Okay, öffnen wir noch eins.
Wahrscheinlich macht das jetzt vom selben Dings. Okay, schauen wir uns das auch wieder an. Stahl, ich glaube, ich habe noch nicht eine Stahlenergiekarte. Ninkada, ja, Felino hat mir gerade schon nicht erwähnt. Hokumil, ja, gut. Panhil, einer guten Reihe. Schneckmark können wir jetzt gut gebrauchen, da wir gerade eben die Weiterentwicklung hatten. Score-Stadion. Jedes Mal, wenn einer der beiden Spieler ein Pokémon V-Max aus seiner Hand spielt, um ein Pokémon V während seines Zuges zu entwickeln, heile 100 Schadenpunkte bei jenem, nicht jedes Pokémon. Chefrum, eins, wirklich, ich liebe dieses Pokémon auch. Ich finde das Design klasse, ich finde das Pokémon an sich klasse. Vielleicht sind natürlich nicht das stärkste von allem, klar. Aber ich finde es einfach geil. Fügt auch sich selbst. Okay, ja, gut. Aber dafür ist es 160. Voltula. Ich finde das Artwork richtig nice. Na gut, noch ein Felino, aber mit einer schönen Karte. Schön designt. Und. Oh. Duraludon. Gut, hier auch wieder ein Ablegen, aber. Finde ich auch. Es ist halt auch ein starkes Pokémon. Es ist das semi-legendäre Pokémon. Halt von Schwert und Schild. Ist nice, nice. Ah, Resistenz gegen Pflanze. Das ist auch richtig nice. Weil ich spiele, also ich spiele ja auch gerne mit einem Wasserpack. Das ist, mega, auf jeden Fall. Okay. Unterbrechen wir kurz hier. Hier haben wir zwei geöffnet. Dann öffne ich jetzt erstmal eins hiervon. Haben wir das oder das? Dann öffnen wir erstmal das hier. Clash der Rebellen. Ich glaube, ich öffne erst jetzt die letzte Karte, oder? Ja, komm, öffnen wir jetzt direkt die letzte Karte. Sonst haben wir die ganze Zeit den Trommelwirbel. Aber wir genießen hier noch etwas. Jetzt. Gortrum V-Max. Dynamax. Aber ich habe kein Gortrum V. Aber nicht mal Giga Dynamax. Okay, ja. Es ist nice, es ist nice. Nice Karte. Aber, ja, bringt mir jetzt nicht allzu viel. Muss ich ehrlich zugeben. Auch wieder eine Stahlenergiekarte kann ich gut gebrauchen. Klonkett, ja gut. Skunkapu, Die restlichen Karten gehen eher so, würde ich sagen. Außer Scaraborn. Scaraborn ist super starke Hörner. Super stark. Guckt's euch an. Er hat auch ordentlich KP wohl. Scaraborn ist generell ein Pokémon, was ich sehr gerne mag. Anziehungsnetz. Nimm einer deiner Pokémon, das kein Pokémon V oder Pokémon GX ist, auf deine Hand. Lege alle angelegten Karten auf deinen Ablagestapel. Morpeko. Ja, gut, Funkensprung, ja. Stuart. Ziehe zwei Karten. Du und dein Gegner spielt Schere, Stein, Papier. Bis jemand gewinnt. Wenn du gewinnst, ziehe zwei Karten. Ja, alles klar. Ich muss nur einen kurz unterbrechen. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir uns als nächstes das Serie Schwert und Schild. Normale Schwert und Schild Booster Pack vor. Wo wir dann gleich wieder zu den neuen Farm Shock kommen. Ja. Sieht gar nicht mal so allzu schlecht aus wie zum ersten Überblick. Kommandutan. Ja, gut. Fähigkeit wie Martenweisheit. Einmal während deines Zuges kannst du eine Karte aus deiner Hand gegen die oberste Karte deines Decks tauschen. Ja, gut. Wenn das eine Reihe ist, nicht schlecht. Verdreschen, gut. Ja, ist teuer, aber mit einer doppelten Karte. Man wüsste es zu spielen. Ich sag's mal direkt so. Okay, ja, gut, Energiekarten. Kloptopus. Ja, muss man mögen, glaube ich. Molunk, ja, ist jetzt hier auch nicht. Ja. Gut.
WhatsApp, wir haben gerade eben schon die Weiterentwicklung gehabt, von daher kann man das gebrauchen. Oh, Wolli. Hm. Oh. Sind natürlich hier jetzt alles halt nur Basis-Pokémon. Selbst das hier aber, was weiterentwickelt ist, jetzt nicht so pralle. Rückzugskosten an das Pokémon, diese Karte angelegt verringert. Die Rückzugskosten des Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, verringert sich um 2 Karten. Oder 2 Sterne, bitte. Halt. 2 Energiekarten. Oh, gut. Spielt sich generell nicht so mit Rückzug, also. Mische bis zu 2 Unterstützerkarten aus deinem Ablagestapel in dein Deck. Oh, warum nicht? Eine schöne Memion-Karte, ja, halt, und unser Kommandoplan. Ja. Nein, ich möchte keinen Booster-Packs jetzt kaufen. Ich wollte zu meiner Sammlung. Und die letzten 2 Booster-Packs öffnen die von Case King. Ach so, Case King sage ich schon. Surprise King gekriegt habe. Okay. Ja, wieder ein Wuffels. Okay, auf dem ersten Blick gar nicht mal so schlecht. Und 2 Karten. Ah. Oh, nice. Zerau. Ich kann es nur nicht aussprechen. Aber ein legendäres. Okay, gucken wir uns gleich nochmal an. Und das letzte ist. Oh, Frostetti, ja, Bodycheck. Doppel-K.O. Beide Pokémon. Beide aktiven Pokémon werden kampfunfähig. Kann man verwenden, wenn man halt einen starken Gegner hat. Dann ist das gar nicht mal so schlecht. So. Ceaora. Blitzfäuste. Wenn das aktive Pokémon eines Gegners ein Pokémon V oder Pokémon GX ist, fügt diese Attacke 80 Schadenspunkte mehr zu. Aber so nur 30, ja, okay. Okay, das Pokémon ist halt vor allem ausgelegt gegen solche Pokémon. Verstehe. Stein. Energie. Spezialenergie. Solange diese Karte an ein Pokémon angelegt ist, liefert sie Steinenergie. Dem Stein-Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, werden durch Attacken von Pokémon deines Gegners 20 Schadenspunkte weniger zugefügt, nach dem Schwächen und Resistenz berechnet worden. Was denn letztens das nochmal? Für ein Stein-Pokémon, an das diese Karte angelehnt ist, an dem Stein werden durch Attacken von Pokémon deines Gegners. Ach so. Und 20 weniger. Okay, das ist nice. Urgel. Dauerwürgeschuss. Lege beliebig viele Picuda von deiner Bank auf deinen Ablagestapel. Diese Attacke fügt für jedes auf diese Weise abgelegtes Picuda 60 Schadenspunkte zu. Brauche aber erstmal diese Pokémon. Patraut. Ja, Steinwurf. 50. Nicht schlecht. Und Deckdestillateur. Wirf so lange eine Münze, bis zum ersten Mal das Ergebnis Zahl kommt. Lege pro Kopf die oberste Karte vom Deck deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Okay, gar nicht mal so schlecht auch. Falbi! Konter, Trampler, ja. Schuppet. Pivien. Wieder ein Elektroball, wieder ein Wuffels. Und das letzte. Ja, ich warte. Okay, wieder Karten, die wir kennen. Zweimal dieselben da. Okay, und Togekiss V. Ich würde sagen, wir haben heute gar keine schlechten Karten großartig gekriegt. Aber fangen wir jetzt vorne an wieder. Die kennen wir schon. Pampuli. Ist auch gar nicht mal so schlecht jetzt hier. Pepe, gut. Chichester Therme. Allen Basis-Pokémon, deinen und den deines Gegners, werden durch Attacken von Pokémon des Gegners 20 Schadenspunkte weniger zugefügt. Mal wieder hier dasselbe, was wir gerade mit Stein hatten und Wasser.
ein Blanas, noch ein Pampuli, nur mit einer glitzernden Karte. Und dann jetzt unser Togekiss. Weißer Wind. Wenn das aktive Pokémon eines Gegners ein Entwicklungs-Pokémon ist, fügt diese Attacke 70 Schadenspunkte mehr zu. Also 90. 90 Schadenspunkte bei einem entwickelten Pokémon. Für nur eine Karte. Nicht schlecht. Und dann Turbo. Turbo-Schwinger. 130. Und Resistenz gegen Stein. Ist nicht schlecht. Ehrlich nicht schlecht. So, aber dann ist dieser Part etwas ereignislos. Oh, ich habe Apollo. So, mit einem geilen Bild. Erstaunlich. Aber dieser Part etwas ereignislos wäre, wenn wir nur ziehen würden. Oh ne. In diesem Part bleiben wir beim Ziehen. Und ja. Gucken wir mal meine Karte durch. Wir haben jetzt einen Molunk und jetzt haben wir einen Vierer. Ist auch schön. Wow, meine Pokémon hier schon durch. Ich habe sogar ein Fee-Pokémon. Oh, ich liebe auch dieses alte Kartendesign, ne? Nice. Die habe ich noch nicht ganz verstanden, die Turbo-Karten, aber ich habe sie, glaube ich, noch nie wirklich eingesetzt. Guck mal, euch habe ich ja auch schon. Ich entdecke immer wieder neue Pokémon. Ja, gut, dass der Spotter wusste, dass ich das habe. Vier Dodos, Dictries. Du, die Duokles. Haben wir ja gerade eben gezogen. Und eine schöne alte Elektrikkarte. Entei. Ja. Viele schöne Pokémon auf jeden Fall. Und ich werde mal gucken, dass wir vielleicht. Oh, dieses Format, das. Oh, ich habe ein Gensekt DX. Das habe ich sogar einfach verbaut. Oh, mit Plasma. Also Team Plasma von Team Plasma. Schöne Glumanda-Karten. Echt schön. Gortraum habe ich auch schon zweimal. Aber kein Gortraum V leider. Sonst wird mir D was bringen. No. Kangama hat sich bei mir immer gut bewährt, muss ich sagen. Kangama ist ein echt starkes Pokémon. Oh, alte Karpadok-Karten mit Angel. Also die neuen Pokémon werden, denke ich mal, gut eingesetzt werden. Von mir. Ich habe so viele Lapras. Hier auch ein tolles Elektroball. Also das ist eine schöne Karte. Logok. Ich habe Logok. Genau dich. Du wirst auch noch einen Platz finden, bestimmt. Ja, ist also. Okay, das war mir jetzt nicht bewusst. Ein Mega Despota EX. Entsteht aus Despota EX, was ich glaube ich aber nicht habe. Guck mal mit den chinesischen Schriftzeichen. Es ist einfach Godzilla. Was wollte ich gerade sagen? Genau, es ist halt so, wenn man immer eigentlich nur mit ein und denselben Team spielt. Ein und denselben Deck, dann weiß man eigentlich gar nicht, welche Karten man noch so alles hat. Guck mal, diese das finde ich jetzt schäbig. Schöne Nidoking-Karte, auch ein starkes Nidoking. Also wie eine schöne Nidorino-Karte. Die habe ich sogar in echt so. Nicht schillernd, aber, also nicht so schimmernd, aber diese Karte mit dem Bild habe ich in echt. Huh.
Oh, ein. Ja, ein gesticktes Funpi, wie süß. Pikachus, ganz viele. Porygon. Auch ein paar. Ein Psyana EX. Das ist natürlich nice. Guck mal, ohne Entwicklung. Kann ich das einfach so spielen, ohne ein Evoli? Wäre auf jeden Fall nice. Wie gesagt, das probieren wir alles mal in zukünftigen Parts aus. Allerdings, wie ich halt auch schon gesagt habe, auch auf Volleyquapse. Halt kein regelmäßiges Format. Immer mal wieder, so zwischendurch mal, vielleicht ein Part, wenn man halt so Lust drauf hat. Und jetzt hat es sich halt angeboten. Wie gesagt, schaut auch beim Surprise King rein. Der hat mir halt jetzt die Karten zur Verfügung gestellt. Die Packs halt. Schaut sowohl auf seinem YouTube als auch auf seinem Instagram-Account vorbei. Und ja. Oh, ein seltenes Pikachu. Wir spielen ja momentan auch Pokémon Gelb, von daher passt das sehr gut. Aber ja, von daher würde ich sagen, hab sogar ein Togekick. Togetic. Wir werden uns vielleicht mal angucken im nächsten Part, wie wir vielleicht auch mal ein neues Deck zusammenstellen, weil ihr seht ja, ich bin selbst ganz überrascht, was ich für alles für Karten habe. Ich dachte, ich hätte eigentlich nur Schrott, aber ich habe einerseits scheinbar doch einiges an Karten und auch gute. Aber hier ist das Schluss. Also, ja, wie gesagt, schaut beim Surprise King vorbei und lasst doch gerne unter diesem Video eine Bewertung da. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und wir freuen, wenn ihr hier und in meinen anderen Projekten reinschaut und ja, sagen wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dann und ciao.